Hallo, ich bin Christine Melcher, ich bin stellvertretende Fraktionsvorsitzende und bildungspolitische Sprecherin der Bündnisgrünen Landtagsfraktion. Seit über 20 Jahren lebe und wirke ich hier in Leipzig. Ob ehrenamtliches Engagement im Studentinnenrat, die Mitwirkung in zivilgesellschaftlichen Initiativen oder die Gründung von Bündnissen für Demokratie und Bildungsgerechtigkeit oder auch die Organisation von Willkommensfesten. Stets habe ich Stimme erhoben gegen Ungerechtigkeit und Diskriminierung. Und das ist mein persönlicher Motor für mein persönliches politisches Engagement. Als erstes Kind einer Arbeiterfamilie, das studiert hat und eben in der 4. Klasse keine Bildungsempfehlung fürs Gymnasium bekommen hat, weiß ich, wie wichtig eine Bildungspolitik ist, die allen Kindern beste Bildungsperspektiven eröffnet. Nicht nur politisch, sondern auch persönlich war deshalb die Einführung der Gemeinschaftsschule für mich ein Riesenerfolg und für Sachsen ein echter Meilenstein in der Bildungspolitik. Doch damit nicht genug. Wir konnten auch weitere wichtige Erfolge in der Bildungspolitik erzielen. 1000 zusätzliche Fachkräfte für die Kitas. Nach dem plötzlichen Aus des Bundesprogramms Sprachkitas konnten wir ein eigenes landesweites Programm als Nachholprogramm aufsetzen. Wir haben ein Fachkräftemonitoring für die frühkindliche Bildung etabliert. Wir haben eine Ombudsstelle Antidiskriminierung eingesetzt. Wir haben neue Impulse für die ganztägige Bildung gesetzt. Und wir haben auch die Bildung für nachhaltige Entwicklung mit 8 landesweit tätigen Servicestellen gestärkt. Wir haben wirklich viele wichtige bildungspolitische, parlamentarische Initiativen in den vergangenen Jahren auf den Weg gebracht. Dennoch ist der Schatten des Personalmangels, den die verfehlte Bildungspolitik unter CDU-Führung in den letzten Jahrzehnten zu verschulden hat, sehr groß. Es wird uns Bündnisgrüne auch weiterhin brauchen, wenn wir in Sachsen eine Bildungspolitik haben wollen, die nicht nur auf die Finanzen schaut, sondern das Bildungsland Sachsen auch qualitativ weiterentwickeln will. Gerne möchte ich als Bildungspolitikerin weiter zu einer Bündnisgrün-Handschrift in Sachsen beitragen. Vor 5 Jahren habe ich das Direktmandat in meinem Wahlkreis Leipzig-Mitte mit dem besten Erst- und Zweitstimmenergebnis aller Leipziger Abgeordneten gewonnen. Dieses Jahr möchte ich dieses Direktmandat verteidigen, denn es macht einen Unterschied, ob wir Grüne hier Direktmandate gewinnen. Und ich kann mich noch sehr gut an die Wahl nach 2019 erinnern. Alles blau und schwarz. Doch es gab diese grünen Hoffnungsschimmer auf einer sehr, sehr dunklen Sachsenkarte. Es macht einen Unterschied, ob wir Grüne unsere Direktmandate verteidigen können. Es macht einen Unterschied in der Wahrnehmung von Sachsen. Es macht einen Unterschied in der Wahrnehmung von Ostdeutschland. Mir war es als Wahlkreisabgeordnete deshalb in den vergangenen Jahren sehr wichtig, in Leipzig neue Netzwerke zu knüpfen, viele Vereine und Initiativen zu besuchen und mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Ich bin regelmäßig in meinem Wahlkreis mit meinem Lastenrad unterwegs. Ich informiere über unsere Politik im Landtag, mache Veranstaltungen, heiße BesucherInnengruppen im Landtag willkommen und eröffne Debattenrunden. Als Bildungspolitikerin war ich in den vergangenen Jahren in ganz Sachsen unterwegs. Ob Pirna, Görlitz, Zwickau, Bautzen, Dresden, Chemnitz, Torgau, Delitzsch, Grimma, Markranstädt, Plauen oder Freiberg. Die Liste ist lang. Mit den zahlreichen Veranstaltungen zur Gemeinschaftsschule, zu demokratischer Bildung oder auch die After-Work-Gespräche zur frühkindlichen Bildung konnten wir in Sachsen viele Menschen erreichen und uns als verlässlicher Partner in der Bildungspolitik etablieren. Das Wahljahr 2024 wird für uns Demokratinnen entscheidend. Während die politische Konkurrenz die Stimmung einzig und allein aus Parteikalkül weiter anheizt und auf billige Kampagnen, Fake News und rechte Stimmungsmache setzt, sollten wir 2024 klarmachen, mit welchem politischen Kompass wir die Herausforderungen angehen wollen. Mit Zuversicht und Weitsicht, mit Fakten, mit Mut zur Veränderung, gemeinsam mit und für die Menschen, für eine Politik, die anpackt, statt Angst macht. Ich bin optimistisch für ein starkes grünes Leipzig, für ein starkes grünes Sachsen.